Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also ich habe hier ein altes Video von mir entdeckt. Dieses Video ist von Juni 2013 und damals fing es so an mit den Gerüchten zur Episode 7 von Star Wars. Also die kam ja dann tatsächlich Ende 2015 raus und ich habe jetzt wie gesagt dieses alte Video von mir gefunden, was 2 Jahre vor dem eigentlichen Start von Episode 7 war. Was es da so an Gerüchten gab, darüber habe ich geredet und ich bin einfach mal gespannt, was ich damals so davon gehalten habe, von diesen Gerüchten. Ich habe es mir seitdem auch nicht mehr angeschaut, also ich bin einfach mal gespannt. Also, die Bildschirmaufnahme startet jetzt. So, okay, das war nur, damit ich es synchronisieren kann mit dem Bild hier. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch ein bisschen... ich komme einfach schon nicht mehr klar auf dieses Intro einfach. Wie sie einfach ihr Gesicht einmal umdrehen. Das war, also ich würde sagen, das war professionell. Ich fange mal von vorne an. Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch ein bisschen reden. Bestimmt haben viele... Klassischer Jump-Cut, würde ich sagen. Oh mein Gott, aber wie ich da ausschaue. Ja gut, ich war halt 13 einfach. Krass. Und wie ich mich anhöre, also voll im Stimmbruch gerade. Okay. Ich habe schon davon gehört, dass bald ein neuer Star Wars Film rauskommen soll. Okay. Eigentlich erst 2015. Ich weiß doch, wie sich das damals für mich so angehört hat, als wäre das so in ferner Zukunft 2015. So wie in so einem Science-Fiction-Film. Und jetzt ist es einfach, ja, 4 Jahre her, 2015. Beziehungsweise 3 Jahre, weil es ja noch Anfang 2019 ist. Alter, wie die Zeit vergeht. 2015 hört sich halt echt an, als wäre es ewig her gefühlt. Viele haben vermutlich auch schon gehört, dass George Lucas eigentlich gesagt hat, er will keinen weiteren Star Wars Film rausbringen. Ja, aber bei Geld. Aber angeblich hat er jetzt die Rechte von Star Wars an einen gewissen J.J. Abrams verkauft. Und dieser J.J. Abrams will jetzt einen neuen Star Wars Film drehen, angeblich. Angeblich. So ein Bullshit. Wird der niemals machen. Okay, ich glaube, ich habe nicht daran geglaubt, dass es das geben wird. Und was ich an diesem Gerücht so bescheuert finde, dass es so viele Geschichten gibt, worum es angeblich gehen soll. Tja, so ist das mit Gerüchten. Ja. Zum Beispiel, dass die Kinder von Luke und Han Solo... Warte, was? Sind die beiden jetzt schwul oder was? Von ihrem Onkel Luke, also Warte, was? Wie können Lukes eigene Kinder... Also wie kann Luke der Onkel von seinen eigenen Kindern sein? Also, hä? Was laber ich für eine Scheiße? Da gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Onkel Luke gehen soll. Zum Beispiel, dass die Kinder von Luke und Han Solo von ihrem Onkel Luke, also wie können... Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Han hat Kinder mit Leia und Luke hat Kinder mit, was weiß ich mit wem, keine Ahnung. Und diese Kinder haben, also die Kinder von, zumindest die Kinder von Han müssten ja dann Luke als Onkel haben, weil Luke ist ja der Bruder von Leia, ihrer Mutter. Das heißt, zumindest von Hans Kinder wäre Luke tatsächlich der Onkel. Von seinen eigenen Kindern halt nicht. Das macht keinen Sinn. Lukes eigene Kinder, also kann Luke ja... Dezente Wortfindungsstörung. Onkel von seinen eigenen Kindern sein, also... Ui! Ui! zu den besten Jedi ausgebildet werden sollen und der eine... Natürlich, zu wem auch sonst, also so ist das doch. Das ist doch klassisch Star Wars. Der Sohn dann immer der dunklen Seite immer näher kommen soll und dann irgendwann zu einem mysteriösen Darth Sidious werden soll. Das warte, Darth was? Aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das schon, kommt das schon ziemlich nah an die Wahrheit dran. Also irgendwie, Kinder werden von Luke ausgebildet und der eine wird dann böse. Gut, ist jetzt irgendwie naheliegend, ist jetzt ein bisschen klassisch Star Wars natürlich, aber kommt der Wahrheit schon sehr nah, muss ich sagen. Ja, schon mal richtig ausgelutscht, weil...
in der Tat. Das wäre eine Art zweiter Anakin. Und ich glaube kaum, dass dieser J.J. Abrams das nochmal so machen würde. Das wäre ja langweilig, dass er so unkreativ ist. Und J.J. Abrams ist ja auch für seine Geheimhaltung bekannt. Also glaube ich kaum, dass er jetzt schon so viel verraten würde. Und jetzt könnt ihr selber mal ein bisschen über dieses Thema nachdenken oder auch mal im Internet danach googeln und schauen, ob ihr noch mehr... Ja, weil Google kennt sich aus, was das angeht. Google hat immer die neuesten Infos am Start. Gerüchte findet, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Thema haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ey, ich würde sagen, das ist verdient einen Oscar für Special Effects. Oder hier Visual Effects. Oh Mann. Ach ja. Alte Zeiten. Oh mein Gott. Also, ich muss sagen, es ist schon erstaunlich, wie viel davon gestimmt hat. Und ich wollte nochmal für die, ja, einfach nur so mal sagen, dass ich Episode 7 und 8 beide extrem gut fand. Also, das muss ich einfach mal sagen. Also, gerade Episode 7 fand ich schon ziemlich gut. Man muss halt sagen, natürlich, es ist schon deutlich ähnlich zu anderen Star Wars Filmen, aber ich fand gerade so dieses Nostalgie-Ding, so dass man nach all den Jahren wieder einen neuen Star Wars Film sehen konnte mit neuen Figuren und so dieses, dass im Film dieser Mythos über die alten Zeiten war und dieses, es ist wahr, die Macht, die Jedi, einfach alles. Das waren so geile Momente und wie dann plötzlich Han und Chewie da reinkommen. Und ich fand den Film schon insgesamt ziemlich gut gemacht. Und wenn dann zum Beispiel auch andere gesagt haben, sie fanden Kylo Ren lächerlich, dann muss ich sagen, man darf ihn halt nicht als zweiten Vader sehen. Also, weil man natürlich mit der Vorstellung rangeht, der Typ ist böse, der Typ ist krass, der Typ ist ein richtiger Badass, so wie Darth Vader. Ja klar, dann ist man natürlich enttäuscht. Und ja, ich war im ersten Moment, wo er so seine Maske abgenommen hat, ja, war ich auch ein bisschen so, was? Nein. Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das viel interessanter, als wenn das jetzt so ein neuer Vader gewesen wäre. Weil bei ihm spürt man noch viel mehr diesen Konflikt und er ist viel interessanter. Und gerade in Episode 8 finde ich, dass man das nochmal so gerade so richtig rauskommt, so... Der Typ, der ist nicht einfach nur böse, der ist nicht einfach, also es gibt nicht einfach nur den Widerstand und die erste Ordnung. Es gibt auch noch Kylo Ren und der ist jetzt zwar erstmal bei der ersten Ordnung, aber der hat eigentlich seinen eigenen Kopf und seine eigenen Vorstellungen, die er durchsetzen will. Und das war ja so in Episode 8 so dieser Moment, so, dass man so kurz gedacht hat, so nachdem er Snoke besiegt hat, so jetzt verbündet er sich mit Rey und er wird gut oder so. Aber das wäre lame gewesen und so fand ich es richtig krass. Der Typ ist einfach ein richtiger Motherfucker und macht sein eigenes Ding, finde ich. Und das finde ich so cool und ich laber viel zu viel, muss ich gerade sagen. Ich fand die Filme auf jeden Fall beide ziemlich geil und ich freue mich auch auf Episode 9, obwohl sich so viele darüber aufregen, dass das irgendwie nichts Neues ist und so viele sagen, ja, die sind beide schlecht oder so. Ich fand sie beide geil. Meine Meinung. Ciao.